Schneller, schöner, größer, schneller, schöner, größer, wow, schneller, schöner, größer, schneller, schöner, größer, wow, schneller, 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 wow. Und jo, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Minecraft Mug. Heute mit dem Anfang, beziehungsweise das, was ich dann gestern gemacht habe, wenn ihr das heute seht, einer Vorproduktion. Denn momentan ist einiges in der Planung und dafür muss ich sehr, sehr viel vorproduzieren. Und das wird nicht nur stressig und blöd, sondern auch echt mies. So, jetzt muss ich kurz niesen, Sekunde. Na, doch nicht? Ah, Entschuldigung. So, das werde ich natürlich wieder mal nicht rausgeschnitten haben, denn das darf man ja bei Marc nicht rausschneiden. Das ist ganz wichtig für die Regeln des Projekts. Das müssen wir ja mal wieder einhalten. So, Thema Fischsuppe. Okay, 20 RF, alles gut. Wir gehen kurz hier ab in hier, ab in sehr. You don't make me lose my mind. Ab in hier, ab in sehr. Wir machen mal kurz die hier rein. Babidi-bub-bab. Droppen mal kurz unseren Poppes hier runter. Tun wir doch nicht. Wir gehen Markus hier hin. Und gehen Markus hier hin. Machen Markus den Bett jetzt hier, Mann. So, leichter S-Fehler. Immer wichtig. Letzte Folge / gestern haben wir unglaublich viel gecraftet für unsere Unendlichkeitsmaschine oder unsere, ja, die unendliche Maschine sozusagen tatsächlich. Wir sind wo stehen geblieben. Wir haben, glaube ich, alle Empty Cells zusammen. Wir bräuchten jetzt nur noch die wunderbaren Batterien und da war ich, glaube ich, stehen geblieben bei den Tin Cables. Deswegen sollte ich, glaube ich, auch diese Folgen eigentlich direkt beieinander machen. Denn das ist alles, alles immer ein bisschen, wenn die leer ist, da jetzt. Ein bisschen spannender. So, wir müssen jetzt erstmal die Cable isolaten. Das heißt, Tin. Einmal. Oh, haben wir sogar schon, tatsächlich. Aber ich glaube, da fehlt noch eins, oder? Nicht? Gar nichts? Okay, wow. So, hier ist auch noch Tin drin. Das tun wir mal da rein. Noch ein bisschen Tin. Why not, why not? So. Wie gesagt, Tin. Was wollte ich jetzt mal? Entschuldigung. Voll vorbei. Für die wunderbare, den Schüssel hier, so, da Hammer und zwei und ja, komm, wir machen jetzt einfach mal ein paar. So, Tin und wir bräuchten den Hammer einmal, beziehungsweise den haben wir schon hier. Ach, wir haben hier sogar noch, die Kabel hier. Ah, okay, das ist natürlich gewieft. So, warte, dann machen wir kurz mal vorher den Rubber-Schüssel. Einmal so, einmal so, Entschuldigung. Wir hatten nämlich das noch hier. Ich glaube, man braucht nur eins, alles cool. Machen wir nochmal hier und so. Ich glaube, das ist fast alles jetzt. Das da rein, so, und dann einmal so, 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 so. 10 davon, wir machen 20 davon. Tun den Hammer mal wieder da rein. Klicken mal auf unsere leckeren Zellen und dann machen wir einmal so, 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 so. 4. Jetzt haben wir schon nicht mehr genug. Okay. 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 Moment. Then we need more. Immer wieder rin. This is not reizing. Because we need tin. And this is reizing. If you know what I mean. So, Hammer. Aber die Bup-Bup. Tinplate, Tinplate, Tinplate. So, machen wir nochmal ein bisschen. Zack, nochmal 10. So, einfach meine Güte. Zack, da rein. So, der ist fast wieder down. Einmal so, einmal so, einmal. Upsa. Den hier. Und dann nochmal das ganze Rezept. 2, 3, 4, upsa, 5. Zack, und nochmal da rein und nochmal da rein. Ich glaube, das müsste sogar fast reichen jetzt. Schauen wir mal. Iron Plates brauchen wir mehr. Iron! 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 Merke immer wieder, wie viel entspannter das doch tatsächlich gewesen wäre, wenn wir uns ein bisschen mit Autocrafting auseinandergesetzt hätten. Ich weiß zumindest jetzt, warum er das gemacht hat, auch in den Folgen. Ich guck mal kurz, wie viele Creme da raus. 10, bevor der kaputt ist. Werden wir definitiv mehr brauchen. Machen wir nochmal so. Das da rein. Nochmal 13 Stück. 45, alles okay. Ich glaube, der hat jetzt nämlich alle genommen. Okay, gut. Tomate. Wir haben eh megamäßig viel Eisen noch, was aber noch nicht gemacerated ist. So, einmal den Schissel hier, dann brauchen wir einen, zwei, können die stacken, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Stück haben wir, vier Stück brauchen wir noch. was brauchen wir dafür noch?
Buds, und zwar den Iron Furnace. Hä, da haben wir doch mega viele von gemacht, oder? Warte mal kurz. Iron Furnace. Gibt's gar nicht mehr, okay, gut. Warte, haben wir noch Furnace? Haben wir noch 4 Stück? Machen wir das nochmal. Ist der jetzt schon durch mit der Power da oben? Das kann doch gar nicht sein. So, warte. Uran. Oh Mann, ey. I thought this couldn't be possible. Wir brauchen unglaublich dringend diese Energy Source, damit wir mal unseren ganzen Schüssel hier gebacken kriegen. So, das heißt auch gleichzeitig Ilorium. Und den Mist mal aus dem System holen. Ilorium haben wir super viel. Geil, okay. Und Uran. Okay, ein bisschen. Aber egal. So, hier Hauptsache erstmal den ganzen Schüssel. So, perfekt, das mal raus und dann mal kurz Ilorium da rein. Super wichtig, Tin auch mal da rein, das mal da rein. Okay, Uran behalten wir. What do I need with the Drunken Sailor early in the morning? This. 1, 2, 3, 4. So, das waren alle davon. Schauen wir nochmal jetzt, ob wir den kompletten Generator umkriegen. 2, 6, 4, so, zack, ich komme mal kurz. Generator, 10 Stück haben wir davon, perfekt. Einmal das, 1. Glas, okay. Gut, ich habe ein Glas hier, das können wir mal da rein. Und machen wir mal so. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geothermal Generators. So, 7 Stück haben wir davon. Wir brauchen tatsächlich auch noch einen Generator, wie ich das gerade hier sehe. Mal kurz den hier und dann machen wir einmal kurz einen Föhn. Boah, Alter, wenn man da so craftet, ne? Also mich wundert, dass ich bis dato noch nicht so hardcore. Nehmen wir ein paar mehr rein. Wer weiß, wofür wir das nochmal brauchen, wenn wir zum Beispiel nochmal eine gespiegelte Seite später machen. Von dem, was ich vorhabe. So, machen wir nochmal einen davon. Generator, zack, nochmal da rein. So, wir brauchen Glas, wir brauchen Glas. Was geht denn, Alter? Oh Gott, wir brauchen mehr als einen Grinder eigentlich mal. Sand, haben wir den? Haben wir nicht. Kobbel haben wir natürlich noch ein bisschen, aber tatsächlich nur. Natürlich mal eine ganze Kiste voll hier mit. Schizzle die Dizzle. Und dann gucken wir mal ganz kurz, was passiert, wenn wir die in den Pulverweiser legen. Ich bin mir nicht sicher, aber let's have a look. Also es geht ja auch normalerweise ein bisschen schneller als der Macerator, müsste aber auch genau Sand rauskommen. Gut, lassen wir das mal ganz kurz worken. Und dann können wir das auch direkt in den Alloy Smelter hauen. Gut, aber Pulverizer pulverized, that's what we want, that's what we need, is the Drunken Sailor. So, das Macerated fleißig weiter, das mal ins System. Puh, und das wird alles sehr, 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 sehr spannend. Let's have a look. Gut, wir haben jetzt 3, 4 Stück hier. Das Glas fehlt nach wie vor. Gut, gehen wir schon mal hoch. Gucken wir mal. Das nimmt mal ein bisschen Luft aus diesem Crafting, aus der Crafting-Hölle. Ich kann euch jetzt aber auf jeden Fall schon mal hoch und heilig versprechen. Gucken wir mal, was da rauskommt. Also Fused Quartz, das ist eben das eine. Ich bräuchte aber ganz normales Quite Clear. Nee, ich glaube, man kann auch in den Furnace-Mode gehen. Ich guck mal ganz kurz. Bett. So, mal kurz mit einem. Ups, ja. Furnace-Mode only. Noch Quite Clear, ja. Dann gibt's den All Smelting. Warte, ich mach mal den hier. Ich glaube, der müsste es sein. Ich guck mal kurz. Okay, mit direkt 3 Stück, das ist auch mal ganz nice. Oh, ich hab einfach 64 Sand im Inventar, es läuft bei mir so hart, oh mein Gott. Gut. Zieht zwar massivst wie von unserem RF leider momentan runter, aber ist jetzt so. Guck mal. Sweet, okay, gut. Mach mal den Shit hier. Dankeschön. So, Glas brauchen wir sowieso. Mehr geht immer. So. Babli-bup-bap, und dann nehmen wir kurz mal das hier. Dann machen wir nochmal einen fertig. Zack. Bleibt immer noch leider beim Glas. Das tue ich mal kurz alles wieder da rein. Wie sieht es mit Essen aus bei uns eigentlich? Kreide und Knopf.
quite alright. Ich muss dringend eigentlich auch mal diese Lasergun irgendwie ein bisschen entsorgen. Wenn ich hier einmal so ein Explosive-Ding loslasse, dann knallt's aber in der Bude. Wie, genau, was wollte ich Ihnen erklären? Ich wollte sagen, für die nächsten Folgen ist natürlich Exciting Shizzle die Dizzle geplant. Von daher lasst euch da mal Overration. Auch mal wieder Aufnahmen mit ein paar Personas, aber wie gesagt, wenn man halt immer so viel on the ways ist, es ist halt schon hart nervig manchmal, dass man dann eben so viel produzieren muss. Aber das soll natürlich ja, wie gesagt, ein Qualitätsverlust sein. Es gibt dann natürlich auch meistens immer noch zu den Sachen, zu denen ich dann muss, eben Vlogs. Manchmal sind es aber auch Meetings über unglaublich geile, coole Sachen, die euch potenziell erwarten in der nächsten Zeit. Und dass da alles geplant wird, ist natürlich auch mal wichtig. Und ich bin gerade mal das erste Mal in meinem Leben in der Position, auch in der Position als YouTuber, meine Güte, das war ich ja vorher auch nicht, in der halt manche Sachen passieren könnten, die sehr, sehr geil sind. So, ich schau mal kurz, nur das hier, nur das ungefähr ganz gut bemessen. Yes, Sir! So, das wäre jetzt erstmal einigermaßen geregelt. Wie diese wunderbaren Teilchen funktionieren, ist folgendermaßen. Also, ich kann euch das alles mal zeigen. So, mal kurz nebenbei SMS antworten. In den Mund. Yep. Okay, so. Wir gehen mal in unsere wunderbare Datei. Einmal hier rein. Und dann hier hin. So, wir brauchen jetzt noch einiges tatsächlich. Das ist immer wieder erstaunlich. Wir machen jetzt folgendes System. Ich habe diese Lava geholt und dieser Lava mit dem Ender Tank wird folgendes machen. Das wird jetzt hier in diese Geothermal Generators reinfließen und das ist ja im Prinzip ne Prinzip. Lava ist jetzt auch nicht endlich im Nether, aber wir können uns immer wieder ein neues Haus suchen und da gibt es ja riesige Lavaseen. Wird das hier reinfließen und dann über Electric Engines umgewandelt werden in RF. Dieses RF werde ich dann mit einem separaten Speicher nochmal hier reinführen, gleichzeitig auch da oben unseren Speicher nochmal mit einbeziehen. Es wird ein bisschen einfacherer Speicher. Hier haben wir jetzt, glaube ich, 25 Millionen hier. Ja, genau, unten mache ich so ein Redstone-Conduit oder so hin, oder nicht Conduit, wie die auch immer heißen. Der kann dann 10 Millionen. Dafür brauchen wir jetzt aber noch ein paar Sachen, wie gesagt. Ich werde mich jetzt erstmal um den Electric Engine kümmern. Ich weiß nämlich auch gar nicht, wie gesagt, Electric Engine, this thing right here, sieht recht einfach aus, ist es im Prinzip auch, sollte eigentlich auch ganz gut zu machen sein. So, davon brauchen wir nämlich jetzt 8 Stück, genau, und das müssen wir dann noch aufstocken. Dazu brauchen wir dann noch einen Carpenter und dann unzählige Kabel. Und dann funktioniert das höchstwahrscheinlich, hoffentlich. Meine Güte, ich habe mir das Tutorial dazu angeguckt. Es sah unglaublich fett und cool aus. Aber viele Sachen sahen schon unglaublich fett und cool aus. Haben aber leider nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Zumindest nicht mit meiner Logik. So. Aber das ist ja auch so unglaublich mit Minecraft. So, und zackeli, zackeli, zackeli. Das wird jetzt hier oben weiter gesmeldet. Müssen wir jetzt auch nicht unbedingt noch mehr RF ziehen. Weil wir brauchen es ja gerade für das System. Upsi, nochmal kurz einfach mit Kohle weiter burnen. Das mal hier raus, das mal hier rein. Dann haben wir ein bisschen Yellowrit. Ein bisschen Yellowrit. So, im Prinzip brauchen wir nur, oder das teuerste, slash aufwendigste, was wir brauchen, sind eigentlich nur Tin Gears. Und dafür brauchen wir nämlich einige. Ah, schon wieder aufs Falsche geklickt, das gibt's doch nicht. Na! Komm, switch um. So, perfekt. Das ist nämlich genau das, was wir jetzt brauchen. Und davon nicht zu wenige, sondern... Ups, bitte nicht. Nein! Wir müssen Eisen unbedingt maceraten mal. Und gleichzeitig brauchen wir aber auch noch... Energie. Naja, das wird jetzt erstmal weiter macerated. Große Frage. Könnte ich auch pulverisen und oben wieder mitarbeiten, glaube ich. Ich probiere es mal. Sekunde, ich kenne mich bei den, deswegen mache ich das so ungern. Ich kenne mich da halt super schlecht mit aus. Mit den ganzen Dingern. Ich pulverise das hier mal ganz kurz. Dann gibt es halt Eisenpulver. Und ich glaube, wenn ich Eisenpulver schmelze, dann kriege ich doch auch was daraus, oder? Gucken wir mal. Furnace Mode only. Also das geht halt nochmal ein bisschen fixer auch nebenbei. Wir brauchen halt hier shit ton of iron. Perfekt, supi. Rein mit dir.
kann ich die auch reintun? Perfekt, das geht sogar auch. Perfekt, dann lasse ich die erstmal ein bisschen maken. Das wird weiter pulverized. Okay. Komm nochmal ein bisschen, dann kann ich schon mal ein paar Tingies wenigstens machen, wenn das hier oben alles noch worked. So, this is working quite well. Ist zwar ein bisschen hin und her und ein bisschen ätzend, aber damit muss man halt irgendwann auch mal arbeiten und leben. Gerade weil wir in den nächsten Folgen noch unglaublich viel zu tun haben. Es ist sogar ganz gut, dass wir uns jetzt so ein Mammut-Ding genommen haben. Womit wir auch voll vorankommen. Meine Güte, es ist ja mega Work in Progress gerade, kann man ja sagen. Denn es ist eine riesen Aufgabe. Ich finde, wir haben einen ganz, ganz vernünftigen, zumindest für meine Verhältnisse, vernünftigen Speed drin, indem wir das Ganze hochziehen. Also ich kann mich da an Zeiten erinnern, gerade auch meinerseits, wo ich für sowas bedeutend länger gebraucht habe. Und ich weiß, es ist keine schwere Aufgabe, aber für mich sind es so kleine Schritte, die mir dann zeigen, dass ich vielleicht auch ein bisschen was wenigstens lerne jetzt in der ganzen Zeit. So, haben wir mal 5 Stück davon gemacht. Der andere Rest ist eigentlich immer so viel anders, ne? Upsi, ist das in der Mitte? Ah, Pistons. Sollte ich vielleicht einmal ein paar machen. Oh, braucht man auch Eisen für. Ha, 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 ha. Amazing. Gut. So, give me that sugar. Wir brauchen 8 Pistons, glaube ich, dann auch. Das ist zumindest der Plan. Upsi. So, Ferrous Metal kriegt man da tatsächlich auch raus als verhältnismäßig als ein Abfallprodukt. Das Gute daran ist auch direkt, dass 2 geschmolzen werden können mit Maioli Smelter. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das dann der große Upsi-Vorteil ist, aber so ein Upsi. Was war das denn jetzt an den Seiten? Ist das Kobbel gewesen? This is right. 2, 3, 4, 5. Crap. Okay, egal. Können wir trotzdem hier schon mal ein paar machen. Einmal. Und dann 2 Stück. Perfekt. Schmerfekt. So. We are gonna do the following now. Eigentlich noch nichts, denn die würden sich jetzt, glaube ich, falsch platzieren. Genau. Die müssen sich nämlich ein bisschen anders platzieren. Und das geht direkt, wenn man diese ganzen eben verbindet mit, don't let me lie, ich meine, es sind Goldkabel. Also, wir arbeiten jetzt nicht, wie wir das schon mal gemacht haben, gerade mit unseren Maschinen hier mit, ich glaube, ich habe es hier drunter, ich kann es nochmal kurz zeigen, eigentlich muss ich es nicht zeigen, für die ganzen Leute, die es halt nicht wissen. Hier haben wir Tin-Cable benutzt, oder ich glaube nicht nur Tin, wir haben auch Copper benutzt und die sind halt genau wie die Energy-Conduits, also die Dinger, die hier bei uns an der Decke kleben oder so mal, haben verschiedene Kabel, verschiedene Leitfähigkeiten, beziehungsweise können die verschieden viel EU dann transportieren, wenn mit den Dingern hier machen wir RF, also das, was aus dem Reaktor kommt, und mit den anderen Dingern hier machen wir EU. Das sind 2 verschiedene Energieformen, 2 verschiedene Energieformen von unglaublich vielen. Andere Modpacks haben auch, siehe Mana zum Beispiel von Botania, das ist ja die Energieform, die da verwendet wird. Wie gesagt, jedem das seine da energietechnisch. So, ich schau mal ganz kurz übrigens, wie es hier aussieht. Nutze ich das eigentlich schneller ab? Nee, okay, die Woodcutter sind auch immer noch im Stiesel. So, das burnt auf jeden Fall auch fleißigst. Gucken wir mal, hier kommt es trotzdem nicht von 64 Watt runter. Das wird jetzt wahrscheinlich auch recht voll sein. Naja. Mal kurz den hier. Gehen wir mal weiter in unsere wunderbare Holzkiste. So, warte, bevor wir noch das hier haben. Gucken wir mal, seit der letzten Folge schon was genutzt höchstwahrscheinlich. Zack, zack, zack. Da wieder ein bisschen was gefüllt. Perfekt. Denn man glaubt es ja kaum, aber die Dinger tun's, ne? Also meine Güte, da müsste ich vielleicht einfach nur nochmal noch eine kleine Zufuhr machen. Wäre vielleicht ganz praktisch, gerade momentan, wenn wir so unglaublich viel Holz haben. Denn das Holz wurde ja normalerweise hier dauerverbrannt, genau wie es immer noch wird. Aber es läuft einfach momentan anscheinend flüssiger und so sollte das eigentlich auch mit der Farm sein. Dann könnten wir eigentlich nochmal den kleinen Generator im Keller versorgen, denn der brennt ja auch durch das Holz durch wie nichts Gutes, wie ich gerade sehe. So, und hier haben wir im Zweifelsfall schon die Dinger liegen. Ich guck mal ganz schnell. Wie teuer waren die? Ich glaube gar nicht so teuer. Transfer Pipe. Eigentlich können wir das Holz direkt nehmen.
Geht, man bräuchte Slabs jetzt. Okay, gut, lassen wir das mal. Electric. Electric. Engine. Upsa. So. Das wäre hier noch. Oben verbrennt jetzt aber gerade mal das Eisen. Und mit dem weisen Blick rechts über meine Schulter sehe ich auch gerade, dass das alles ein wenig spannender wird, wenn es darum geht. Upsi, upsi. Upsa, perfekt. Oh, schmilzt das jetzt anders, weil das in zwei Dingern drin ist, oder schmilzt das besser? Sonst lassen wir dich nämlich mal smelten bis zur nächsten Folge. Zabadi, zabadi, tap, tap. Da ist aber keine Magie mehr, das sehe ich schon. Nee, perfekt, gut. Das schmilzt jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen bis zu unserer nächsten Folge, slash bis das RF hier raus ist, also nicht unbedingt bis zur nächsten Folge, aber ich werde hier nach direkt nochmal eine aufnehmen. Wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Weiter geht's mit dem Crafting Mode und dann, danach in der Folge, gibt's was ganz Großes, also in der Freitagsfolge oder was ganz Spannendes mal wieder zur Abwechslung eigentlich, aber ich finde sowas auch immer ganz cool jetzt. Von daher haut rein, bleibt dran, Daumen nach oben.